Hallöchen und herzlich willkommen zu kleinen News-Informationen zu Dragon Ball Legend. Heute mal mit kleinen News-Informationen, denn es kommt ein Charakter, auf den ich schon lange, lange gewartet habe und ich denke mal, den einen oder anderen von euch geht es genauso, denn es ist Kefla. Kefla kommt endlich zu uns. Es ist geil. In einen Legend Power Fusionsbanner kommt sie zu uns und natürlich auch einen weiteren Gotenks hier mit seiner Dub-Funktion. Das Ganze könnt ihr euch hier ganz einfach mal so durchlesen. Kefla in einer Super Saiyan 2 Form. Mega geil. Ich freue mich mega drauf. Ich bin gehypt. Hier sehen wir die ganzen Informationen nochmal dazu. Unser Super Saiyan Gotenks ist auch mit dabei in einer Tap-Funktion. Und das dürfen wir natürlich mit dem nächsten Update morgen erwarten. Ich freue mich drauf. Wir gucken uns das Ganze auch nochmal schnell hier auf Twitter mal an. So, hier sind wir natürlich auf die Seite von Bandai Namco auf Twitter. Und wir spielen mal das, ja, das Video mal einfach mal ab. Das ist einfach nur geil. Kefla. Ich bin mega überrascht. Sie sind einfach geil. Einfach krass, ne? Auch ihre Fähigkeit kennen wir ja hier aus dem Turnier der Kraft von Dragon Ball, ne? Super. Sie hat natürlich auch, so wie es aussieht, wieder einen KI-Panzer. Also das heißt im Prinzip, sie nimmt dadurch irgendwie keinen Schaden oder das kann ja beziehungsweise nicht nichts antun. Was Kefla nachher letztendlich drauf hat, müssen wir uns in dem morgigen Update mal anschauen. Das kann man jetzt noch nicht so wirklich viel sagen. Und natürlich gucken wir uns auch unseren Gotenks an, der ja hier ebenfalls mitvertreten ist hier. Da ist unser Gotenks. Unser Kollege, der mit seinen, ja, wie nennt man das? Urschall-Attacke? Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall ziemlich coole Pose zum Ende nachher. Müsst ihr mal drauf achten. Ja, die Schreiattacke. Und da ist die spitze Nase. Sieht schon echt verdammt lustig aus. Haben sie echt gut gemacht. Auf jeden Fall finde ich mega krass. Diese Helden dürfen wir hier in Dragon Ball Legend erwarten. Und ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, ihr seid erstmal genauso gehypt wie ich auf die zwei Helden oder beziehungsweise nur auf Kefla oder auf Gotenks. Kommt drauf an, welche Helden ihr von den beiden am liebsten mag. Und wir werden auf jeden Fall einen Opening daraus machen. Das ist ganz klar. Das lasse ich mir nicht entgehen. Ich habe drauf gespart. Tschüss, bis zum nächsten Mal hier bei mir auf meinem Kanal.